Reiseführer Ratingen. Ich möchte euch mit diesem Video die kleine Stadt Ratingen vorstellen, die so ein bisschen im Schatten von Düsseldorf ist, die aber auf jeden Fall ein Besuch wert ist. Und es gibt dort liebevolle Menschen, ganz, ganz viele nette Leute haben wir dort kennengelernt und auch ein wunderschönes Ensemble in der Innenstadt, das sage ich jetzt schon mal, mit viel Gastronomie, mit schönen Kneipen. Aber wir fangen mal mit den Fakten an, und zwar, wo liegt Ratingen? Und ich habe schon mal Google Maps wieder vorbereitet. Und dann können wir mal gucken, hier ist Düsseldorf, hier ist Ratingen und schauen wir das Ganze mal ein bisschen an. Also südlich des Ruhrgebiets, da liegt Ratingen gleich neben Düsseldorf. Wie kommt ihr nach Ratingen? Wie erreicht ihr Ratingen? Natürlich mit dem Auto, gar kein Problem. Wir haben hier die A3, wo ihr gut hinkommt, die A52 von Richtung Essen zum Beispiel. Und die A3 hat, wie gesagt, Frankfurt und auch, ja, Frankfurt und sonst wo. Und ich glaube, die endet in Oberhausen, aber das weiß ich gar nicht ganz genau. So, dann haben wir in Ratingen auch einen S-Bahn-Bahnhof, Ratingen Ost. Da kommt ihr von Düsseldorf hin, wenn nicht gerade was gesperrt ist. Aktuell war gerade was gesperrt. Oder ihr nehmt die U72 von Düsseldorf, hier steht es auch, die U72 und fahrt nach Ratingen Mitte und seid mitten im Herzen von Ratingen, heißt ja auch so Ratingen Mitte. Das heißt, das haben wir ganze hier. Und hier sieht man auch schon auf der Karte die Innenstadt. Und wir gucken uns ganz einfach mal Ratingen an. Hier vor der Kirche Peter und Paul und vor dem Bürgerhaus, das können wir mal hier drüben kurz zeigen. Das ist das Bürgerhaus, hier ist so ein bisschen der Marktplatz von Ratingen, wobei ich mir gar nicht mehr sicher bin. Doch, ist der Marktplatz von Ratingen. Hier gibt es eine Karte der Tourismusinformationen und ich will euch mal ganz kurz zeigen, was wir heute vorhaben. Und zwar wollen wir gehen zum Haus, das ist immer ein bisschen ein Wortspiel. Dann über den Ponsken Park, ich hoffe, den spreche ich richtig aus. Das Industriemuseum zum Freizeitpark Blauer See und dann weiter über die Papiermühle zur Angerauermühle. Und da haben wir eine richtig schöne Runde und das gucken wir uns dann mal an, wie schön das alles hier so ist. Und abends werden wir mal die Innenstadt noch uns noch mal genauer angucken und mal sehen, was wir uns morgen noch ansehen. Auf jeden Fall auf den ersten Blick, diese Innenstadt ist richtig schön. Es scheint eine Reise wert zu sein. Fahrt einfach mal nach Ratingen und jetzt nehmen wir euch mit. Wie versprochen sind wir jetzt beim Haus zum Haus, etwa 20 Minuten, 15 Minuten aus der Innenstadt zu laufen. Wunderschön. Man hört im Hintergrund ein bisschen das Freibad, das ist auch gerade aktiv. Und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt mal mit diesem Haus zum Haus alleine mal für ein paar Sekunden. Auf jeden Fall ist die Anlage aus dem 12. Jahrhundert, zumindest fing es da an. Schaut einfach mal, was sich dahinter jetzt verbirgt. Heutzutage werden die Gebäude hauptsächlich zum Leben und auch für eine Stiftung genutzt. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Die Gastronomie da drin ist gerade aktuell geschlossen, aber vielleicht findet sich da auch wieder eine Lösung. Ich möchte es empfehlen, auf jeden Fall das Haus zum Haus in Ratingen euch anzusehen. Das Ganze findet ihr halt hier und ihr seht es ja auch an den Bildern, ihr habt es gesehen an den Bildern, richtig schönes Ensemble, ein kleines, wunderschönes Wasserschloss. Gehen wir weiter, dann haben wir hier einen Park und zwar können wir hier einfach lang gehen am Angerbach. Hier fühlt es sich doch wie auf dem Land an. Einfach alles ruhig und idyllisch. Und das Ganze fast, ja, am Rand von Ratingen. Und dort haben wir zum Beispiel das Industriemuseum der Textilfabrik Comfort. Komfort ist ein bisschen ungewöhnlich auszusprechen, aber auf jeden Fall ist das so. Da könnt ihr reingehen, könnt richtig euch was erzählen lassen über die Weberei. Es gibt Führungen drin, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und daneben gibt es das Herrenhaus und dort gibt es ein ganz, ganz perfektes
Kaffee, das muss ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen, das zeigen wir euch mal noch an der Allerdings, das ist zwar hier ist das Herrenhaus und hier sieht man schon ein paar Stühle. Hier gibt es das Café und auch drinnen in diesem Herrenhaus. Und das eigentliche Museum, da muss man hier durchgehen und dann befindet sich das Ganze hier. Also sehr schönes Ensemble, muss man machen und sollte man auf jeden Fall hingehen. Auf dem Weg dorthin kommen wir zu Poensgen Park. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gesprochen habe, aber auf jeden Fall, hier ist der Park sehr, sehr schön neu gemacht, gerade sehr gepflegte Anlage und ihr seht, ihr könnt auch hier ein bisschen kombinieren, könnt auch hier lang gehen. Also diese ganze Anlage ist wirklich wunderschön getan und ist eine Reise schon wert. Also ihr seht hier, das habt ihr das Haus zum Haus, das ganze Ensemble, was ich euch vorhin gezeigt habe, dann kann man hier lang gehen, geht durch den Park und kommt zum Industriemuseum. So, dann gehen wir mal weiter und zwar gehen wir dann hin zum Herrenhaus, ne, haben wir schon, zum Blauen See. Der Blaue See ist hier, da gibt es eine Minigolfanlage, ein Bootsverleih und dann gibt es da auch eine, ja, ein kleiner Biergarten und es gibt noch den Märchenzoo Ratingen, der ist auch gleich hier in der Richtung. Und man muss jetzt mal sagen, liebe Ratinger, verzeiht mir da ein bisschen, das ist ein Tick in die Jahre gekommen, aber es hat trotzdem einen wunderschönen Charme und ich würde es euch, ja, geht einfach mal hin, schaut es euch selber an. Es gibt auch einen kleinen Bootsverleih auf dem See, wo man einfach mal ein bisschen rumfahren kann an dem Blauen See. Da wird ein bisschen Auffrischung nicht schlecht tun, aber es hat auch was total schön Nostalgisches. Muss sich jeder selber sein Bild machen, geht einfach mal vorbei. So, nach dem Märchenzoo kann man eine schöne Wanderung machen und kann zur Blacksmith Ranch gehen in Ratingen. Das ist so ein bisschen ein Ponyhof mit Pferden und dort kann man auch zum Beispiel Kindergeburtstage feiern. Also ein bisschen Abenteuerland, finde ich, aber richtig schön und schaut es einfach mal an. Am besten vorher anrufen, vielleicht einen Termin machen für den Kindergeburtstag und richtig gut. So, dann finde ich, kann man hier, wenn man hier nicht lang geht, hat man einen wunderschönen Weg durch das Tal und man fühlt sich überhaupt nicht mehr im Ruhrgebiet oder am Rande des Ruhrgebiets, sondern man fühlt sich wirklich im Leben, im Wald, in der Natur. Und wenn man dann, hier gibt es eine ganz kleine Brücke zum Abzweig und dann kommt man ein Gelände, wer auch immer das saniert hat, gefällt mir sehr gut, nehme ich sofort eine Werkhalle, wenn sie mir jemand schenken möchte. Ich finde es total klasse. Dort gibt es auch die Galerie des Wahnsinns, eine Weinhandlung gibt es da drinnen, eine Kunstgalerie, richtig schön. Und ich finde das ganze Gelände extrem schön saniert. Ja, hätte ich sogar mal Lust, mich mal irgendwie eine Woche dort zu vergraben, finde ich richtig klasse. Und das Ganze immer so am Angerbach hier entlang. Also das kleine Ensemble steht, glaube ich, sonst gar nicht so irgendwo im Reiseführer, aber das lohnt sich, weil das ist eine alte Fabrik, eine alte Mühle und eine Fabrik und es ist echt richtig klasse saniert. Hier seht ihr gerade Papiermühlenweg, also so heißt das Ding wahrscheinlich, dann war es eine alte Papiermühle. Ich finde es auf jeden Fall schon eine Reise wert. Jetzt wären wir gleich noch ganz, ganz liebevoll und das ist nämlich ein gutes Stichwort, weil wenn man hier weiter wandert vom Angerbach, das ist nur ein paar Meter, dann kommt man so liebevoll in der Auermühle. Ein klasse Biergarten mit Spielplatz und mit Restaurant und so weiter und so fort. Und das ist diese ganze Geschichte. Das ist, wenn man dort an einem Feiertag ist, natürlich richtig sternhagelvoll, aber sternhagelvoll nicht im Sinne vom Alkohol, sondern sternhagelvoll im Sinne von den Plätzen. Da ist richtig viel was los. Ihr seht hier schon Spielplatz, liebevoll in der Auermühle. Spielplatz ist hier. Da habe ich jetzt keine Bilder gemacht, weil das immer ein bisschen problematisch ist, weil dann denken, selbst wenn man die Kinder dann, wie soll ich sagen, ein bisschen unkenntlich macht, dann denken aber alle Leute, man filmt dort Kinder, das mache ich nicht. Deshalb kann ich euch das hier nur so zeigen aus der Luft und wirklich wunderbar. Und der Biergarten erstreckt sich auch noch bis hier rüber. Ja, richtig klasse. So, wir haben uns jetzt ein bisschen um Ratingen drumherum, ja, gelebt, gewandert und jetzt gehen wir mal rein in das Zentrum von Ratingen und da gehen wir jetzt zum Beispiel hier lang. Es gibt übrigens viele schöne gepflegte Wohnviertel auch in Ratingen. Richtig klasse und wir gehen jetzt in das Zentrum von Ratingen. Das ist hier. So, was können wir da empfehlen, was kann man empfehlen? Anfangen können wir mal mit dem Marktplatz, der ist hier, ihr seht es gerade drinnen. Und ich lasse euch jetzt mal mit den Bildern ein bisschen alleine, weil dieses Ensemble hat was richtig Schönes.
Am Marktplatz findet sich die Peter- und Paul-Kirche. Dann gibt es dort sogar einen ehemaligen Friedhof, der damit so drinne ist. Und jetzt schauen wir mal in die Peter- und Paul-Kirche von Ratingen rein. Sie zählt zu den frühesten Hallenkirchen des Rheinlands und die ersten Sakralbauten wurden im 12. Jahrhundert gebaut. Die Stadtkirche möchte ich euch als nächstes zeigen, und zwar ist die hier oben, Moment, da muss ich jetzt wirklich mal hinkommen. Die ist hier, das ist die Stadtkirche, da kann man auch wunderbar laufen. Das ist hier Fußgängerzone vom Marktplatz hier hin zur Stadtkirche. Dann gibt es hier noch das Puppen- und Spielzeugmuseum hier in der Seite. Und davor gibt es auch wieder, und das können die Ratinger, einen tollen Spielplatz gleich hinter dem Rathaus. Das ist das Rathaus. Vielleicht, da fällt mir gerade noch eine kleine Kritik auch. Das Amt für Kultur und Tourismus, also die Tourismusinformation, ist da wirklich drin versteckt im Bürgerbüro. Das fand ich jetzt nicht so optimal gelegen. Die hätte ich mir mehr am Marktplatz gewünscht oder sonst wo man einfach da ist. Gut, also der Spielplatz ist wunderschön. Dann möchte ich noch mal ganz kurz euch das Museum zeigen. Das ist hier das Museum Ratingen. Auch eine sehr ambitionierte Geschichte und ein schönes Gebäude. Wenn auch in einem ganz anderen Stil als die Altstadt. Aber das heißt, wir haben das Museum Ratingen. Wir haben hier noch mal die Kirche. Und das ist alles gleich so beisammen. Passt aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und jetzt können wir noch mal ein bisschen gehen zu den Türmen, und da empfehle ich euch eine Wanderung. Jetzt muss ich die wirklich finden. Genau hier, und zwar vom Dicken Turm. Der ist hier, und dann kann man hier so reingehen und kann hier durch dieses kleine am Fluss entlang laufen, und das ist so, ich würde es fast sagen, Sommerfrische. Also beim Obertor vorbei an den ehemaligen Wehrgraben, der ist wirklich, das haben sie auch so richtig schön gemacht in Ratingen, dass sich das lohnt, dort lang zu laufen. Ich finde, Dicker Turm und dann hier durchlaufen, finde ich eine sehr, sehr, ja, einfach mal ein Punkt zum Durchatmen in Ratingen. Und ich hoffe, ich kann euch jetzt davon ein paar Bilder zeigen. So sieht das Ganze dort aus. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schön. So, und dann können wir noch mal weitergehen. Ratingen hat noch mehr Türme, die muss ich jetzt aber spontan einfach mal finden. Und zwar haben wir hier noch mal den Kornsturm. Der ist da zu sehen. Da gibt es auch noch ein Stückchen Stadtmauer, die man halt stehen lassen hat. Da kann man auch manchmal hochgehen, da gibt es manchmal Führungen, aber das ist der Kornsturm. Und dann haben wir noch den Trinzenturm, und da muss ich zugeben, das ist der, da waren wir vorhin schon, den habe ich jetzt nur vorhin für euch vergessen zu sagen, da war ich ein bisschen, der ist hier im Puppen- und Spielzeugmuseum, das ist der Trinzenturm, das Ganze macht vor dem Spielplatz. Ne? Das haben wir hier auch sehr, sehr schön, und so haben wir das Ganze eigentlich alles da. Hier ist nochmal das Rathaus, und so geht das Ganze. Und ach, vielleicht noch eine Sache, das Standesamt. Das ist hier daneben, neben dem Rathaus. Und das sieht richtig schick aus. Also da möchte man fast heiraten, wenn man dort langläuft. Also richtig schönes Standesamt, finde ich, hat was. So, aber zurück, was mich am meisten beeindruckt, möchte ich ganz, ganz ehrlich sagen, ist der Marktplatz. Ganz, ganz klasse und ganz, ganz schön. Und rund um den Marktplatz gibt es auch ganz viel Gastronomie. Und Stichwort Gastronomie, da fällt mir auch noch ein Haus ein, was ihr euch mit angucken müsstet. Und das muss ich noch schnell finden hier. Und zwar ist das, jetzt müsste ich es natürlich richtig aussprechen, die Sweetbertus-Stuben. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten schreibt es gerne drunter. Das ist ein Restaurant. Hier stehen manchmal auch Leute davor und trinken ihr kleines Bierchen in der Oberstraße. Aber dieses Haus ist wirklich ein altes Fachwerkhaus, uralt. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier mit drauf haben auf meiner Liste, aber das fällt mir gerade ein. Das ist auf jeden Fall zu besichtigen, könnt ihr auch reingehen. Und das ist ein ganz, ganz altes Restaurant. Ansonsten die Fußgängerzone mit den üblichen, üblichen Geschichten, was man so da so findet. Vielleicht noch hier für Fotostudio, die helfen immer sehr, sehr gerne. Da war mal auch kurz drin. Und das Bürgerhaus Ratingen, was heutzutage ein Brauereilokal ist. Sehr, sehr leckeres Bier, kann man nur empfehlen. Und man kann hier auf diesem Platz
wunderbar sitzen, überhaupt am Marktplatz. Diesen Platz, dieses Gefühl hier auf diesem Marktplatz rund um das Bürgerhaus, das kann ich euch nur empfehlen. Und jetzt gehen wir gleich mal zum Essen. Eine ganz, 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 ganz tolle Empfehlung ist, und zwar gibt es, jetzt muss ich es nur alles finden, hier gibt es dieses Kaffee. Das ist das Perfetto Ratingen am Markt. Das ist ein Kaffee, da gibt es auch richtig viele große Schlangen, da kann man auch wirklich lange warten manchmal, aber es ist natürlich extrem beliebt, das zeigt es natürlich. Und ich bin dort nicht rein, weil daneben gab es das Biko-Restaurant und Kaffee. Und das ist ein türkisches Restaurant, die haben türkisches Frühstück. Richtig, richtig, richtig lecker. Also hier hat man zwei Frühstücksdestinationen, hier und hier. Beides kann ich nur empfehlen. Hier war beim Perfetto war ich nicht drin, weil da waren mir immer zu viele Leute. Aber es war auch ein Feiertag. Nee, es war kein Feiertag, fällt mir gerade ein. Nein. Und dann haben wir hier noch das Marktcafé Ratingen, auch sehr schön. Dort gibt es auch Frühstück. Auch eine sehr schöne Location, kann man hier draußen sitzen, seht ihr hier. Das ist so das ganze Frühstück. Café Komfort habe ich schon gesagt, das war beim Museum vorne drin, das ist okay. Dann haben wir hier am Marktplatz das Ganze. Dann gibt es noch die Brauerei, die muss ich nur finden, die ich euch auch empfehlen würde. Die reicht mir euch in der Videobeschreibung nach, die finde ich gerade nicht. Brauhaus Ratingen, och, wir könnten es doch eigentlich mal suchen. Moment, dafür gibt es ja die Suche. Brauhaus Ratingen. Hier haben wir es. Mal sehen, ob wir es gleich finden. Ah ja, ein Stückchen weg, genau, hier ist es. Und da kann man auch ein schönes selbstgebrautes Bier haben. Also das ist ein Stückchen außerhalb der Innenstadt, aber richtig schön. Deshalb habe ich es gerade nicht gehabt. Aber wie gesagt, hier am Marktplatz, am Bürgerhaus gibt es auch Bier. Dann, was habe ich noch? Hier neben gibt es noch einen Irish Pub, der ist hier. In der Richtung, der wird jetzt gerade nicht angezeigt. Das Café Extrablatt ist gerade geschlossen. Und ansonsten haben wir noch einen Geheimtipp bekommen von jemandem. Und zwar muss es hier hinten in der Lindorfer Straße, kurz vor Schluss, gibt es noch eine Weinschenke, wo man mal hingehen soll. Ein kleines Weinhaus, wo es Wein gibt. Ach, hier steht hier Weinschenke Ratingen. Da wurde uns auch empfohlen, da kann man auch hingehen und mal was trinken. Und das soll sehr, sehr schön sein, hat uns jemand empfohlen, dass wir dort vorbeigucken sollten. Das konnten wir aber leider nicht machen. Dafür sind wir hängen geblieben im Schlüssel am Markt. Das ist ein schönes, klassisches Brauhaus, guck mal, bis 0 Uhr oder Restaurant und also richtig typisch, ja, richtig klasse. Ja, jetzt ende ich mit einem Geheimtipp. Wir haben ja die Auermühle, haben wir vorhin schon gehabt und jetzt gibt es noch eine Geschichte und zwar das Café Comic. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz mit euch wandern Richtung Endhaltestelle der Rheinbahn. Und zwar hier, Ratingen Mitte. Und das Café Comic, wenn man hier draußen langläuft, kommt man gar nicht auf die Idee, hier hinten reinzugehen. Hier drinnen ist das Café Comic. Man erkennt es nicht, ich glaube, hier so ein bisschen in diesem Bereich. Das ist ein Biergarten, richtig, richtig schön. Und also eine Oase mitten in der Stadt. Hier hinten fährt die Rheinbahn lang und dort kann man einfach hingehen und einfach ein schönes Bier trinken im Sommer. Man kann draußen sitzen und richtig klasse. So, das wäre es von meiner Seite von Ratingen. Hotels kann ich jetzt nur eins empfehlen, wo ich genächtigt habe. Das war okay, das war ein Stückchen weg. Das war das Best Western Hotel Breitbach. Ganz klassisches Best Western Hotel, ihr seht, auch nicht zu teuer, je nachdem natürlich, wann man es auch buchen möchte. Das ist das Ganze und ich kann noch mal kurz den Nachtrag machen. Das kommt nämlich, wenn wir unten in der Liste die Sobertusstuben. Das ist das älteste Fachwerkgebäude Ratingens und mit der Außenansicht möchte ich euch auch entlassen. Das wurde 1490 errichtet und das ist das älteste Fachwerkgebäude von Ratingen. Und wenn ihr jetzt noch Interesse habt an weiteren Reiseführern oder wenn ihr sagt, wir sollen mal eine Stadt besuchen, eure Stadt besuchen, dann schreibt uns einfach, die Kontaktdaten sind in der Videobeschreibung. Aber auch für alle Ratinger, die sagen, hey, da hat der und das noch vergessen oder das und das stimmt nicht. Alle Angaben sind hier auch ohne Gewähr. Tut es einfach in die Kommentare schreiben, dann können wir das auch mit aufnehmen oder vielleicht beim nächsten Mal auch mit berücksichtigen. Aber auch wenn ihr sagt, wir haben eine Stadt, wir kommt mal bitte vorbei und zeigt mal unsere Stadt. Dann einfach uns anrufen. Die Telefonnummer steht in der Videobeschreibung auch drin. Das ist direkt meine. Bis dann und jetzt empfehle ich euch noch zwei Reiseführer. Und zwar einmal Hamm-Westfalen, gar nicht so weit weg. Auch eine Stadt mit vielen Überraschungen. Oder dann noch Rastatt in Baden-Württemberg. Auch eine kleine Perle.